Herzlich willkommen, guten Morgen in unserem neuen Wohnzimmer in Stuttgart auf der CMT 2023. Herzlich willkommen bei Knaus Tabbert. Ja, kommen Sie ruhig, vorne sind noch Sitzplätze frei. Grüß dich, mein Lieber. Kommen Sie gerne nach vorne, wir haben noch Sitzplätze. Da müssen Sie nicht stehen. Ja, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, Tradition heißt ja nicht die Anbetung von Asche, sondern die Weitergabe der Glut. Und wofür wir dieses Jahr glühen, das wird Ihnen gleich Vorstandsmitglied Gerd Adamitzky verraten. Und zuvor informiert Sie Wolfgang Speck, unser Vorstandsvorsitzender, über aktuelle Entwicklungen im Unternehmen. Wolfgang, deine Bühne bitte. Ja, danke schön. Ich weiß gar nicht, sein Abschiedsapplaus oder mein Willkommensapplaus? Nimm es mal so oder so. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen im Jahr 2023, erstmals in der Halle 10 hier in Stuttgart auf der CMT. Es ist immer ein wunderbares Opening, wenn man so aus der Weihnachtszeit und Neujahresruhezeit rauskommt, dass man sozusagen den ersten Aufschlag beruflich in der Caravaning-Industrie hier in Stuttgart machen kann. Und dafür bedanke ich mich bei allen, die für diese tolle Gastfreundschaft und Atmosphäre suchen, dafür sorgen, die uns da entgegengeboten wird. Ja, nach 10 Jahren Knaus Tabbert, für mich persönlich, es ist das 10. Jahr im Unternehmen, für mich als Geschäftsführer oder mittlerweile Vorstand, freue ich natürlich mich auch im 10. Jahr hier auf der CMT stehen zu dürfen. Es waren keine 10 Jahre CMT. Wie jeder weiß, hatten wir hier eine kleine Pause gemacht während der Corona-Zeit. Und 10 Jahre Knaus Tabbert Geschichte bedeutet natürlich auch 10 Jahre Erfolgsgeschichte, 10 Jahre Wachstumsgeschichte. Um so ein bisschen eine Analogie herzustellen und auch gleich Sie ein bisschen in den Rückblick reinzubringen, 10 Jahre zurück, 2012, 2022, was haben wir da für eine Wegstrecke zurückgelegt? Wir machten, ist ja schon, das Jahr liegt ja schon hinter uns, wir machten in 2022 rund 4-mal so viel Umsatz wie noch im Jahr 2012. Und im Jahr 2012 waren es rund 250 Millionen Euro. Wir beschäftigen im Unternehmen aktuell und auch im Jahr 2022 natürlich 4-mal so viele Mitarbeiter wie noch im Jahr 2012. Und aktuell sind wir über 4.000 Beschäftigte an den Standorten bei Knaus Tabbert. Damals waren es gerade mal 1.000. Ja, jetzt zum Vorstand. Wir beschäftigen heute nicht 4-mal so viel Vorstände oder Geschäftsführer wie noch vor rund 10 Jahren. Aber es hat sich trotzdem was verändert und die große Veränderung ist eingetreten, seit Caroline Schürmann als neue CFO zu uns gekommen ist im Dezember. Insofern freue ich mich sehr, heute an meiner Seite, an unserer Seite auch Caroline Schürmann hier in der CMT begrüßen zu dürfen und auch ihr Gelegenheit zu geben, sich selbst vorstellen zu können. Bitte, ja. Caroline. Dankeschön. Also vielen Dank, dass ich hier die Gelegenheit bekomme, mich kurz vorzustellen. Ich bin jetzt seit Dezember an Bord und freue mich natürlich, gemeinsam mit den Vorstandskollegen die Erfolgsgeschichte hier weiterschreiben zu können und dem ganzen Knaus-Tabbert-Team. Komme eher aus der Automobilbranche, freue mich jetzt aber wahnsinnig, in die Freizeitmobilbranche einzutauchen. Für mich eine sehr positiv aufgeladene Branche, verbunden mit sehr vielen schönen Erinnerungen für mich persönlich. Insofern freue ich mich, das mitgestalten zu können. Und was gibt's Besseres jetzt, als auf der CMT starten zu können? Hier kriegt man den gesamten Überblick. Für mich auch immer faszinierend, wie viele helfende Hände in den wenigen Tagen eine leere Halle in so ein glanzvolles Eventhaus zu verwandeln.
und unsere Produkte in den richtigen, ins richtige Licht zu versetzen. Wenn man sich so umguckt, möchte man eigentlich gleich losstarten in den Urlaub und sich reinsetzen und losfahren. Ich denke, das ist auch Ziel der Messe, diese Intention und auch die Lust aufs Reisen zu vermitteln. Und ich hoffe, wir können das mit unserem Stand und unseren Produkten, die ja Gerd auch dann nachher vorstellen wird, ganz besonders. Also ich freue mich auf auch die Gespräche mit Ihnen im Nachgang und bedanke mich für den kurzen Vorstellen, fürs kurze Vorstellen. Es geht aber jetzt mehr ums Unternehmen und um die Produkte und insofern räume ich jetzt wieder die Bühne. Vielen Dank. Ja, danke schön, Caroline. Ja, als neue CFO bei uns an Bord, verstärktes Team und wenn es um CFO-Themen geht, auch eine schöne Überleitung, fange ich mal an, so ein bisschen über wirtschaftliche Rahmendaten auch zu sprechen. Ja, klar, wir leben immer noch in einer Welt der Unsicherheit. Wir haben 2022 wirklich mit einem schwierigen Umfeld auch zu kämpfen gehabt. Aber dennoch, wenn man zurückblickt und auch aktuell, man sieht, die deutsche Wirtschaft entwickelt sich robust. Für 2022 rechnet man, und das ist der Konsens aller Leute, die da was Intelligentes dazu zu sagen haben, mit dem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes, des sogenannten BIPs von rund 1,8%. Und es gab ja Anfang des Jahres, zu Beginn auch der Krise, ganz andere Prognosen. Das heißt, man ist nochmal um 1,8% gewachsen. 2021, zur Erinnerung, waren es rund 2,6%. Also, es geht weiter voran. 2023 auch Konsens der Wirtschaftsweisen, geht niemand mehr davon aus, ernsthaft, dass es zum weiteren Wirtschaftseinbruch kommen wird. Es gibt keine Gasmangellage. Wir haben umfangreiche Hilfspakete des Staates. Wir haben, und es ist auch gerade für unsere Branche ganz wichtig, wir haben einen extrem stabilen Arbeitsmarkt. Wir haben Vollbeschäftigung. Wir haben mehr noch als das alle Unternehmen. Die Messe wird wahrscheinlich in das gleiche Lied einstimmen können. Wir alle suchen händeringend Fachkräfte. Das heißt, wir leben aus einem Rahmen der Vollbeschäftigung und wir spüren, solange Menschen in Brot und Arbeit sind, haben sie auch Interesse, sich an unseren wunderbaren Produkten zu erfreuen. Und ich habe gerade noch mal reingeguckt, Superbenzin kostete zum Jahreswechsel 1,66 und Diesel 1,77. Auch da, meine ich, bewegen wir uns hoffentlich langsam wieder in eine Region, die wir noch vor der Ukraine-Krise gesehen haben, also in Richtung Normalität. Und das schafft Vertrauen insgesamt, Vertrauen gerade bei unseren Kunden. Und das, wenn Sie einen Blick in unseren Auftragsbücher werfen, wir berichten ja oft genug darüber, deswegen verzichte ich heute nochmal groß auf Zahlenkolonnen. Mehr als 1,6 Milliarden haben wir immer noch in den Auftragsbüchern stehen. Wir haben immer noch einen richtig guten Zulauf an Aufträgen, der alleine im letzten Jahr auch nur gebremst war, dass verschiedene Chassishersteller eben nicht lieferfähig waren. Und ich habe es bereits gesagt, dieses Vertrauen der Kunden führt eben auch dazu, dass wir dieses Jahr eben auf ein neues Allzeithoch in unseren Umsätzen aufsteigen können. Wir springen knapp über die 1 Milliarde Euro und hatten das Jahr zuvor noch rund 860 Millionen gesehen gehabt. Das heißt, auch 2022 war für Knaus Tappert trotz wirklich einem schwierigen Umfeld ein weiteres Erfolgsjahr. Wir haben eine nie dagewesene Dynamik in der Entwicklung von Produkten erreicht. Mein lieber Kollege Gerd Adamitzky wird einiges dazu vorstellen. Wir treiben die Entwicklung im Bereich Leichtbau und Elektromobilität voran. Auch da haben wir auf der Messe wieder einiges zu zeigen. Und ja, dort, wo wir in 2022 lieferfähig waren, wo uns keine Chassis gefehlt haben, und das war natürlich logischerweise auch das Segment der Wohnwagen, die wir sehr gut bedient haben, 2022, da haben wir, wenn wir in die CIVD-Statistik reinguckt, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa unsere Marktanteile mehr als deutlich ausgebaut. Jeder vierte Wohnwagen heute, der in Deutschland über die Straßen rollt, ist ein Knaus, ist ein Tappert, ist ein Weinsberg, ist ein Tepp. Und selbst wenn Sie nach Frankreich schauen, was ja bekannterweise auch
von anderen Herstellern stark belegt oder zum Teil dominiert werden. Da kann ich Ihnen sagen, wir sind in Frankreich mit unseren Marken die Nummer eins im französischen Wohnwagenmarkt und jeder dritte Wohnwagen in Frankreich kommt aus dem Hause Knaus Tappert. Also da sind wir wirklich stolz drauf, das haben wir uns in 2022 erreicht. Im Bereich der Reisemobile, da sieht der Erfolg so aus, dass wir in 2022 unser Portfolio an Chassisherstellern extrem erweitert haben. Wir bieten heute ein umfangreiches Produktportfolio auf mittlerweile rund 5 Chassis-Plattformen an. Und mit diesen neuen Chassisherstellern, mit dieser Variantenvielfalt von 5 Chassisherstellern, schaffen wir natürlich eine nie dagewesene Modellvielfalt bei Knaus Tappert, aber eben auch ein wirklich hohes Maß, und das hat bei uns jetzt auch Priorität, ein wirklich hohes Maß an Versorgungssicherheit. Es ist kein Geheimnis, wir haben letztes Jahr mehrere tausend Fahrzeuge in der Produktion verloren, einfach weil Chassishersteller nicht lieferfähig waren. Aber die Chassisvielfalt, die bessere Versorgungssicherheit, Rückkehr zu höheren und soliden Beständen, das hat auch dazu geführt, dass wir im vierten Quartal 2022 wirklich ein extrem gute Performance hingelegt haben, was Umsatz und was auch Ergebnis betrifft. Viertes Quartal 2022, da sind wir wirklich sehr, sehr zufrieden. Dadurch, dass wir eben börsennotiert sind, kann ich heute nur mit angezogener Handbremse über solche Zahlen sprechen, aber ich gebe Ihnen einen Hinweis. Am 14. Februar wird die erste kleine kapitalmarktrelevante Meldung rausgehen. Am 14. Februar berichten wir dann ganz offiziell über die Umsätze und Stückzahlen aus 2022. Ja, ich kann Ihnen nur so viel verraten. Ja, wir haben schon auf das Jahr 2022 das eine oder andere Glas Apfelschorle getrunken und uns beglückwünscht zu dieser großartigen Leistung. Und jetzt geht's nicht mit Apfelschorle weiter, aber sicherlich nicht weniger perlig und spritzig mit meinem geschätzten Kollegen Gerd Adamitzky. Dann beweis mal deine Spritzigkeit, Gerd. Dankeschön. Danke. Okay. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen 2023 CMT Stuttgart. Und was fühlt sich das gut an? Ich muss sagen, die letzten 2 Jahre ohne die Messe CMT in Stuttgart, es fehlte was. Wir sind irgendwie ins Jahr gestolpert und hatten nicht diesen Auftakt. Ja, und da freue ich mich besonders, gerade von der Messegesellschaft, dass wir 2023 endlich wieder das Jahr so starten, wie es sich gehört, nämlich hier in Stuttgart. Ja, lassen Sie uns über Produkte reden, Produkte, die wir in den letzten 14 Monaten Ihnen ja einiges vorgestellt haben, um da vielleicht nochmal einen kleinen Rückblick zu geben. 14 Monate zurück bis heute, 13 neue Reisemobil- und Wohnwagenbaureihen vorgestellt. Ein gigantisches Programm, was wir aufgelegt haben. Ein Programm, das natürlich der Situation der letzten Jahre geschuldet war. Eine Situation, die daraus entstanden ist, die Versorgungssicherheit gerade im Bereich Chassis herzustellen. Mein Kollege Wolfgang hatte es ja gerade gesagt, Ausweitung von 2 auf 5 Chassishersteller, das erfordert eine ganze Menge an Innovationskraft und natürlich auch an Performance, um das in der Kürze der Zeit auch auf die Straße zu bringen. Ja, wir hatten es Ihnen aber auch gesagt gehabt, es werden noch 2 für die CMT kommen, 2 Baureihen. Da möchte ich dann gleich mal mit starten, die wir hier vorstellen. Das ist zum einen bei Weinsberg der Kara Loft und der etwas größere Bruder mit der Welle obendrauf, sprich der Teilintegrierte mit Hubbett, der Kara Suite. In dieser neuen Ford-Klasse stellen wir Ihnen hier vor den Kara Loft mit einem Grundriss, klassischer 650er Wagen mit französisch Bett, mit einer Halbdinette, der, wie Sie hier auch sehen können, innen drin mit ganz warmen Weinsberg-typischen Tönen, Farben
und natürlich auch Spezifikas, gerade was Lichtambiente anbetrifft, ausgestattet ist. Und da freuen wir uns, dass wir unser Portfolio bei Weinsberg ausweiten können mit der Marke Ford, mit dem Transit. Und hier, denke ich, ein Fahrzeug auch für die Kunden auf die Beine gestellt haben, was für sehr viel Interesse sorgen wird. Ja, der etwas größere Bruder. Der größere Bruder bei Weinsberg hat jetzt auch die Welle. Zwar das Hubbett, Sie sehen es hier in der Seitenansicht, schön integrativ in die Optik des Fahrzeuges eingebracht. Hier starten wir mit zwei Grundrissen bei dem Fahrzeug. Einmal mit einem 650 MEG und der 700er MEG. Beides Fahrzeug klassisch mit Einzelbetten, mit Halbdinett beziehungsweise auch mit einer Dreivierteldinett. Ja, Fahrzeuge, auch hier sehen Sie es, Weinsberg typisch. Man sieht hier oben sehr schön das Bett hochgefahren. Auch das ist, glaube ich, etwas, was in dieser Klasse sehr wichtig ist. Unter dem Hubbett haben Sie annähernd 1,90 Meter Stehhöhe, auch wenn das Hubbett oben ist. Das heißt, Sie haben also volle Bewegungsfreiheit bis vorn hin zum Fahrerhaus und müssen dort nicht gebückt gehen. Und auch Weinsberg typisch, wenn Sie das Bett runterfahren, schienengesteuert, sehr stabil, mit riesigem Luft und Platz, sodass Sie hier mit 4 Personen wunderbar Urlaub machen können und trotzdem ein sehr großzügiges Raumgefühl haben. Ja, kommen wir zu den beiden Fahrzeugen in den Preisen. Auch hier haben wir uns sehr gestreckt und ich denke auch sehr interessante Angebote, die wir da auf den Markt bringen. Bei dem Kara Loft beginnen wir bei 67.600 Euro und beim Kara Suite Ford mit 70.600 Euro. Ja, das sind die ersten beiden Fahrzeuge, die ich Ihnen vorstellen möchte. Und beim nächsten, da hatten wir in Düsseldorf schon mal ein bisschen drüber gesprochen. In Düsseldorf stand noch die Studie. Hier stellen wir Ihnen jetzt das Serienfahrzeug vor, das Fahrzeug, was es ab morgen ganz offiziell auch für die Kunden zu kaufen gibt. Und bevor wir hier einsteigen in die Details, möchte ich Ihnen einen kurzen Film über dieses Fahrzeug zeigen. Was wäre, wenn es ein Fahrzeug gäbe, das die Vorteile von Campervans und Urban Class in sich vereint? Ein Fahrzeug, so einfach zu fahren und so dynamisch wie ein Pkw. Mit modernsten Assistenzsystemen für absolute Fahrsicherheit und Komfort. Was wäre, wenn wir ein Fahrzeug schaffen, das klassische Grenzen durchbricht? Ein Fahrzeug, das designtechnisch ein Statement setzt. Was wäre, wenn wir eine neue Fahrzeugklasse erschaffen, die Alltag und Urlaub perfekt in sich vereint? Was wäre, wenn es ein Fahrzeug gäbe, das als Zweit- und Erstwagen voll nutzbar ist, im Urlaub, aber trotzdem nichts vermissen lässt?
Ja, meine Damen und Herren, das war zur Einstimmung der neue Knaus Tourer CUV. Ein Fahrzeug, was wirklich in seiner Art einzigartig ist. Ein Fahrzeug, was viele Dimensionen sprengt, nämlich Dimensionen, die heißen besonders kurz, besonders flach und besonders großen Innenraum. Das sind eigentlich Komponenten, muss ich sagen, die bis vor wenigen Jahren kaum übereinander zu bringen waren. Und der Knaus CUV ist auch ein Fahrzeug, was uns richtig gefordert hat. Ein Fahrzeug, was, glaube ich, für uns eins der schwierigsten Projekte war, die wir jemals begonnen haben. Und dieses Projekt stellen wir heute zur Serienreife vor. Und ich kann Ihnen versichern, vieles, was Sie in Düsseldorf gesehen haben, hatte schon da keinen Bestand mehr. Wir haben hier neue Technologien eingesetzt. Gerade der Hubmechanismus, der auf Hydraulikbasis mit 4 Stempeln, ist einzigartig in dieser Branche. Die ganze Dachmechanik ist einzigartig. Aber auch die nutzbaren Räume, die Raumerweiterungen, die dann in Kraft treten, wenn Sie sie brauchen, und verschwinden, wenn Sie sie nicht brauchen. Das ist etwas, was, glaube ich, einzigartig, die Einzigartigkeit dieses Fahrzeugs und dieser Fahrzeugklasse ausmacht. Ja, aber es ist auch ein Fahrzeug, wir hatten es eben gehört, was man als Erst- oder Zweitwagen nutzen kann. Und das meinen wir auch so, mit einer Höhe von 2,28 Meter passt dieses Fahrzeug in einige Garagen und in den allermeisten Carports wunderbar rein. Und Sie haben aber trotzdem die Möglichkeit, wenn Sie es vor Ort nutzen, mit dem Hubdach, welches eine Hubhöhe von 70 Zentimetern hat und eine Innenstehhöhe mit ausgefahrenem Dach innen drinne von 2,17 Meter bietet. Ja, also das sind schon bei dem Fahrzeug einzigartige Werte zwischen dem Fahrmodus und dem Urlaubsmodus. Ja, Sie sehen es hier, viel Raum für ein sehr kurzes, kompaktes Fahrzeug, 3 Personen, überhaupt kein Problem, sogar mit 4 Personen voll nutzbar. Gerade im Bereich Bad, das war eine der größten Herausforderungen. Sie hatten schon zum Teil in Düsseldorf etwas gesehen, Teil oder einige von Ihnen. Ich kann Ihnen sagen, auch hier haben wir komplett neu Hand angelegt und das Flexbad ist in seiner Art, wie es jetzt in Serie geht, einzigartig. Wir haben hier, Sie sehen es, haben es im Film auch schon gesehen, wenn das Bad ausgefahren ist, haben Sie bei diesem Fahrzeug in der Dusche eine Stehhöhe von 1,90 Meter. Ich kann Ihnen versichern, das haben Sie bei ganz vielen Fahrzeugen nicht, die komplett hoch aufgebaut sind, was Sie hier im Fahrzeug bei dem an Stehhöhe in der Dusche haben. Wir haben die Tür komplett neu gedacht. Das heißt, die Tür ist ja im Fahrmodus deutlich niedriger als das, was im Open-Modus ist. Da tippen Sie einfach nur auf der Tür rauf. Die Tür verlängert sich automatisch per Hubhydraulik. Sie haben einen Innen-Außen-Spiegel, sodass Sie hier auch eine geschlossene, vollwertige Tür haben, ohne Reißverschluss und ohne irgendwelche Stoffvarianten. Ja, aber auch innen drinne in der Nutzbarkeit neue Wege gegangen, gerade die Türen, die nicht mehr nach vorne aufgehen, sondern Sie haben hier einen Hochschwenkmechanismus, sodass Sie optimale Raumausnutzung während des Gebrauchs dieses Fahrzeuges haben. Das Fahrzeug werden wir in 2 Grundrissen präsentieren. Zum einen der 500 MQ, klassischer Grundriss mit Querbett, mit einer großen Garage und einer Halbdinette. Und zusätzlich, Sie sehen es hier, den 500 LT, ein Fahrzeug mit einer multifunktionalen Face-to-Face-Sitzgruppe, wo Sie auch mal gemütlich abends mit Freunden, Bekannten, auch mal mit 4, 5 oder ein bisschen kuscheln, auch mit 6 Personen in dem Fahrzeug zusammensitzen können. Ja, wo beginnt der preislich, das Fahrzeug? Ich glaube, das war etwas, wo viele gerätselt haben. Das Fahrzeug beginnt bei 80.790 Euro. Und wie Sie uns kennen, haben wir hier gleich zu Anfang eine First Edition aufgebracht. Eine First Edition, und das ist der Knaus Q-Vision, ein Fahrzeug, was in einer vollständigen Ausstattung mit 150 PS Automatikgetriebe, LED-Scheinwerfer, Navigationssystem, Sitzheizung, also alles das, was Sie heute für den Urlaub brauchen, ist in diesem Fahrzeug schon komplett enthalten. Und in dieser
muss man sagen, sehr umfangreichen Vollausstattung wird das Fahrzeug kosten 89.450 Euro für ein voll ausgestattetes Fahrzeug. Zum Vergleich, wenn Sie heute einen normalen VW Bulli California nehmen, da beginnt er bei 85.000 Euro. Da haben Sie aber noch keine Extras drin, um Ihnen mal zu zeigen, was wir hier auf die Beine gestellt haben und wo wir mit auch Lust wecken an all die, die multifunktionalen Urlaub machen wollen, sowohl im Alltag damit unterwegs sein wollen, aber auch draußen die Freiheit und die Natur genießen. Ja, meine Damen und Herren, das ist das, was ich Ihnen zu diesen beiden neuen Fahrzeugklassen sagen wollte. Und hier vielleicht nochmal so ein kleiner Rückblick, weil man vergisst es so schnell. Ich hatte es eben schon gesagt gehabt, in der Kürze der Zeit 15 neue Reisemobilbaureihen und zwei komplett neue Wohnwagenbaureihen. Und Sie sehen, ganz vorne ist ein Punkt noch frei. Lassen Sie sich überraschen, das Jahr hat begonnen und wir werden mit dieser Innovationskraft und mit dieser Geschwindigkeit neuer Fahrzeuge relativ kurzfristig weitermachen. Das bedeutet, auch hier arbeiten wir ja an komplett neuen Produkten, die hoffentlich wieder auf so viel Begeisterung stoßen, wie das, was wir in den letzten 14 Monaten vorgestellt haben. Ja, was fehlt noch? Ich habe über die Fahrzeuge gesprochen, sind alle noch verdeckt, ne? Ja, dann wollen wir sie doch mal abdecken. Stefan, bitte. Wäre schön. Der Weinsberg Kara Loft. Als nächstes der Weinsberg Kara Suite. Jetzt mit der Welle. Ach, zieht ruhig ein bisschen schneller. Ich glaube, das vertragen hier alle. Ja, und als letztes dann der Knaus Tourer COV. Das Fahrzeug, was eine komplett neue Klasse begründet. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich. Sie können gleich ganz viele Fotos machen. Wir beeilen uns extra, damit Sie noch viel Zeit haben, sich die Produkte anzuschauen. Stefan, es wäre schön, wenn ich dir das noch übergeben dürfte. Vielen Dank, Gerd. Ich darf auch an der Gelegenheit für Sie als Fotooption die Vorstände kurz auf die Bühne. Wim, Marc, hört nicht. Gut, die Vorstände bitte auf die Bühne bitten. Werner, wenn du jetzt rechts gehst, steht es oben richtig, oder? Stimmt. Da. Ist das so? Manchmal verliert man als Vorstand auch die Orientierung. Ja. Gut, so, jetzt Stefan. Geht's zu den Hauptprotagonisten, zu unseren Produkten. Dankeschön. Kriegst du das Mikrofon? Dankeschön. Vielen Dank an die Herrschaften aus dem Vorstand. Ganz kurz noch zwei organisatorische Hinweise. Das eine ist, Presseinformationen gibt es wieder wie gehabt auf unseren QR-Codes und meine freundliche Assistentin Silvana gibt die Ihnen aus. Und wenn Sie da auf dem Weg sind, gehen Sie noch einen Schritt weiter in unsere Bewirtung. Dort gibt es niederbayerisches Bier aus Jandelsbrunn und Weißwurstfrühstück. Ich bedanke mich und beende diese Pressekonferenz ganz offiziell und sage auch nochmal Dankeschön an die Kolleginnen und Kollegen, die zu Hause geblieben sind. Vielen Dank, schöne Messe. Wiedersehen.